Herzlich willkommen zum Tech-Update bei Börse Stuttgart TV. Das kleine Städtchen Cupertino rückt heute mal wieder in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Denn Apple lädt heute Abend zur Keynote. Zwar ist der Rummel um derartige Veranstaltungen bei weitem nicht mehr so groß wie vor einigen Jahren, dennoch werden heute nicht nur Apple-Fans ganz genau hinhören. Ein paar Eckdaten sind bereits bekannt und genau darüber wollen wir heute sprechen mit Thomas Rappold, Tech-Experte, Finanzbuch, Autor und Unternehmer. Herr Rappold, zumindest auf der Hardware-Seite gab es in der vergangenen Woche schon eine ganze Reihe von Neuigkeiten. So wurde das iPad ein wenig aufgehübscht. Es gibt eine neue Generation von iMacs oder auch AirPods. Hardware-seitig ist also für heute Abend nicht mehr allzu viel Neues zu erfahren. Also fragt sich manch ein Anleger, naja, was kommt denn heute Abend auf uns zu? Aber auch anders gefragt, ist das, was wir heute sehen, vielleicht so die endgültige Transformation von Apple? Das kann man so sagen und ist sicherlich heute eine Veranstaltung, die nach 12 Jahren iPhone eine neue Seite, neues Kapitel bei Apple aufschlagen. Die Amis sagen an der Stelle und in der Tech-Szene ein sogenanntes Pivot. Das heißt, Apple wandelt sich eigentlich von einem hardwarezentrierten Hersteller nun zu einem Content-Anbieter und im Mittelpunkt stehen zukünftig Abonnements. Das ist einerseits sicherlich aus Sicht vieler Anleger ein guter Schritt, denn immer wieder wurde bemängelt, dass eben Apple zu abhängig von iPhone und Co. sei. Andererseits muss man allerdings auch sagen, wenn Apple, was eben bislang kolportiert wird, heute Abend einfach einen Streaming-Dienst vorstellt, so ist das auch nicht mehr unfassbar innovativ, oder? Das ist nicht unfassbar innovativ und Apple gehört ja bekanntlich aus der Vergangenheit nicht zwingend zu den innovativen Anbietern, denn sie kommen häufig mit ihren Produkten eher später, lassen anderen den Vortritt, machen das Ganze aber in der Verpackung, die Kombination aus Hardware und Software zu einem Erlebnis. Und unter diesem Motto steht ja die Veranstaltung heute Abend, sie ist überschrieben mit It's Showtime. Und die Möglichkeit beispielsweise im Abonnementbereich soll sozusagen One-Click-Streaming ermöglichen, also eine Metapher, die wir von Amazon beim Bestellen von Gütern kennen, sogenanntes One-Click-Shopping. Aber ist der Streaming-Markt nicht langsam, aber sicher ein wenig gesättet? Oder anders gefragt, hat Apple überhaupt noch eine Chance gegen die Platzhirsche, wie eben Amazon, haben Sie bereits genannt, oder eben auch Netflix? Disney ist neu in den Markt eingestiegen. Zudem gibt es eben auch Kritiker, die vor allem den Nachrichten-Streaming-Dienst, der ja heute Abend ebenfalls vorgestellt werden soll, die diesen eben ablehnen, allen voran eben die New York Times, die sagt, okay, wir werden hier für Apple ganz sicher nichts lizenzieren. Ganz klar, um beim letzten nochmal zu bleiben, der New York Times Chefredakteur hat sozusagen gesagt, er möchte nicht in einer verschnipselten Welt landen, sondern die New York Times oder die Washington Post ist von ihrer Strahlkraft so groß, dass sie so etwas nicht nötig hat, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich denke generell beim Thema Streaming, aber auch beim Thema Abonnementdienste besteht noch ein gewaltiges Potenzial. Und jetzt dieses Jahr kommen die Gorillas auf den Markt, eben Apple und Disney, Sie haben es angesprochen. Und ich hatte schon das eine oder andere Mal bereits in meinen Büchern vor ein paar Jahren schon kolportiert, dass Apple und Disney auch eine logische Kombination wären. Sprich, Apple hat so viel Bargeld auf der hohen Kante, dass es problemlos auch Disney kaufen könnte. Und immerhin ist die Witwe von Steve Jobs bekanntlich eine der größten Aktionärinnen von Disney. Aus dem Resultat, weil Steve Jobs damals Pixar, die Animationsfirma, die er auch geleitet und hochgezogen hat, an Disney damals verkauft hat. Das heißt, Apple denkt unter Umständen vielleicht sogar schon einen Schritt weiter, als wir es ja vielleicht heute eben sehen? Ich glaube ja, also die Apple war schon immer ein Media-Relation-Unternehmen, immer eine Multimedia-Company und wenn man so will, ähnlich wie Microsoft, kommt Apple gerade wieder zurück zu seinen Wurzeln, zu seiner Grund-DNA, nämlich zu dem Thema Content und Multimedia. Auch da, wo Steve Jobs die Firma gerne gesehen hätte, er hat ja das iPad beispielsweise nicht als aktives Medium gesehen, sondern als Consumer-Medium, dass man mit den Apple-Geräten eben Medien konsumieren kann.
Und das ist ein wichtiger Schritt, glaube ich, den wir heute Abend sehen werden. Und who knows, immerhin hat Disney drei spannende Videokanäle am Laufen. Das ist einmal Hulu, wo sie eine Mehrheitsbeteiligung haben, die spannenderweise heute Abend in dem Bundle nicht dabei sein wird. Dann haben sie ESPN Plus und sie werden dieses Jahr noch Disney Plus lancieren. Und was viele nicht wissen, Disney verfügt über sozusagen das Netflix in Indien, den größten indischen Dienst, wo Apple bekanntlich auch wachsen möchte. Also hier ist weitere Fantasie für die Anleger erlaubt. Und wenn man sich die Kennzahlen der Bewertung anschaut, mal bei Apple und bei Disney, sind die beiden Werte wirklich Value-Werte. Sie sagen, es ist ein wichtiger Schritt. Ist es am Ende des Tages auch ein richtiger Schritt, den Apple heute Abend unter Umständen gehen wird? Ich denke schon, denn das Geschäft mit Subscription-Services, die Leute sind damit vertraut. Stichwort Spotify, auch Stichwort Netflix, Stichwort Dropbox, dass die Leute heute bereit sind, für Dienste Geld zu bezahlen. Und man darf nicht vergessen, dass Apple vielleicht gewisse Teile des Angebots auch frei zur Verfügung stellen wird. Das kann dann auch den Absatz neuer Geräte, Stichwort nächstes Jahr werden wir das Thema 5G, also neuer Mobilfunkstandard sehen, pulverisieren. Und zwei der Dienste, unter anderem der Newsdienst und auch der Kreditkartendienst, der ja mit Goldman Sachs neu gemacht wird, haben im Hintergrund zwei neue Apps jeweils, dann die mit dem neuen iOS-Release herauskommen. Und jeder weiß, dass nur die neueren Geräte über die notwendige Performance dann auch verfügen, Leistungskraft, um mit diesen Apps vernünftig umzugehen. Das heißt, diese Kombination App-Bundling mit Content-Bundling könnte eine clevere Strategie sein, auch wieder den Neuabsatz von Geräten zu befeuern. Blicken wir abschließend noch ganz kurz auf den IPO-Sektor. Über den bevorstehenden IPO von Lyft haben wir bereits gesprochen. Nun wurde bekannt, dass offensichtlich auch Pinterest den Gang an die Börse wagen möchte. Wie bewerten Sie denn den bevorstehenden IPO von Pinterest? Also die Zahlen sehen zumindest von der Relation Umsatz und Verlust besser aus wie bei Lyft. Pinterest kommt auf einen Umsatz von rund zwischen 700 und 800 Millionen Dollar im Moment mit Wachstumsraten aktuell von 60% gegenüber dem Vorjahr und hat einen Verlust gezeigt von rund 60 Millionen, also durchaus in vernünftigeren Relationen wie bei Lyft. Ich könnte mir vorstellen, dass Pinterest über kurz oder Zeit sozusagen als Instagram-Alternative dasteht. Pinterest hat ja sehr viele internationale Kunden, weit mehr als in den USA. Und dies könnte wiederum für einen der großen Player am Markt, wie zum Beispiel eine Microsoft, wie zum Beispiel auch eine Disney oder eine Google Alphabet, interessant als Übernahmekandidat sein. Also summa summarum, denke ich, kann der Anleger bei Lyft und bei Pinterest erstmal abwarten und möglicherweise später einsammeln, wenn entsprechende Fusionsfantasie aufkommt. Der Blick auf den Tech-Sektor, auch heute natürlich wieder mit Thomas Rappold, Finanzbuchautor und Unternehmer. Ihnen vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Zulek. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auf das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Tech-Update bei Börse Stuttgart TV.